So, komm, 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 gib ein gutes Spiel. Das muss hier auf 150 oder so. Was zur Hölle bist du? Die Nintendo Games 4. Die wollten einfach mehr Platz für Hardware-Komponenten haben, ne? Na gut. Ja, das erste Mal, dass CDs benutzt werden statt Cartridges. So, 150. Das war das letzte Mal so. Okay, Bugs weg. Design ist ziemlich hoch. Und ganz schön viele Bugs. Dunk, 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 dunk. Play System wird nicht länger unterstützt. Jo, okay. Bugs sind weg. Hype ist immer noch 30. Und die Games 4 ist da. Super Zeitpunkt, ein PC-Spiel rauszubringen. Neuer Rekord für Design. Level Up Gameplay ist okay. Wir haben immer noch 13,5 Puffer und wir haben das Spiel gerade hergestellt. Also ja, doch. Läuft ganz okay momentan. Bing, bing. Auch wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, als wenn wir durchgehend Aufholjagd spielen und nicht wirklich Phasen haben, wo wir entspannt einfach irgendwas machen können. Also einfach nur mal eine Weile skillen oder was auch immer. Und Gehaltserhöhung. Kooperatives Spielen. Und wir haben 80 Research-Punkte über. Wir hätten gerne Minigames. Wir hätten und Reviews sind da. Für Dungeon Sprinter. Nee. Also ja, 7 ist gut, das ist okay. 5 ist absolut nicht okay. Wir haben da ganz schön viel Geld reingesteckt. Finde ich jetzt nicht ganz so toll. Aber du, Research. New Topic. Und zwar alternative Geschichte. Und du, Research. Topic. Rhythm. So Dance, Dance Revolution. Haben wir nicht irgendwas anderes? 80, 100. Nee, wir haben nicht so wirklich viel anderes. Was können wir ja sparen? Du. Oh, die G3 kommt bald. Na gut. 80.000. Du hältst einfach die Füße still. Und sobald die beiden fertig sind, machen wir ein neues Spiel. Das wäre. Okay. Der Sequel von Dungeon Crawler hat nur durchschnittliche Kritiken bekommen. Die Kritiken loben, dass er eine neuere Engine war. Das war's dann auch schon. So. Neues Spiel. Und diesmal auch ein ganz neues Spiel. Everyone. Was für Topics haben wir noch? Die wir noch nicht so häufig benutzt haben. Postapokalypse haben wir, City haben wir. Hacking haben wir gerade ausprobiert. Wir hatten schon mal einen Hunting-Simulator und der kam echt gut an. Ich glaube, das probiere ich nochmal. Also Hunting für Erwachsene. Das war Dear Dear. Ach komm, da machen wir ein Sequel von. Sequel. Dir, da bist du ja. 9,5. Ja, da mache ich definitiv ein Sequel von. Da haben wir 2000 Fans von. Select. Hunting Simulator. Medium. Für Erwachsene? War das Original nicht für Erwachsene? Okay. Plattform PC. Engine, 2000er Engine. Dear Mammal. 3D Version 5. Und die G3 kommt bald. Dann mal gucken. Wir brauchen keine Story. Brauchen wir nichts davon. Wir brauchen weniger Gameplay.
So. Das ist trotzdem nur 58%. Okay, wir brauchen kein Online-Play. Wir brauchen kein Save-to-Cloud. So. Alles ausgelastet. Gute. Und die G3 ist da. Letztes Mal waren es 118.000. Das heißt, da es irgendwie mal 20.000 mehr werden, werden es jetzt 139.000? Ah, 136.000. Das scheint mir echt irgend so eine Kurve zu sein. Aber gut. Immer noch nicht Top 100. Kann ich mit leben. Hype baut sich auf, das ist gut. Punkte ploppen auch einigermaßen. Dungeon Sprinter verkauft sich immer noch. Lieber Herr oder Dame, ich bin ein Finanzberater von Wombo Oil Limited in Nigeria. Unser CEO hat es erlaubt, dass wir 2,5 Millionen in Skynet investieren. Er braucht nur bestimmt eine Anzahlung, hä? Genau, die Bank braucht nur eine kleine Spende quasi, damit sie denken, dass wir ernst gemeint sind. Also nein, danke. Ich glaube, die E-Mail hat jeder schon bekommen. So, was haben wir jetzt? Wir brauchen keine Dialoge. Level Design, bessere AI, das ist soweit okay. Jonathan Lee ist ein bisschen ausgepowert. Gehen wir mal so runter. Bisschen Dialog kann doch nicht schaden. So, okay. Ninvento produziert wohl bald eine neue Gaming-Konsole. Die meisten Gerüchte spekulieren, dass es nicht ein Nachfolger ist, sondern eine ganz neue Konsole im Mobilmarkt. Okay. Oh, schauen wir mal. Und ignorieren es dann. Hype ist schon ziemlich hoch. Also ja, durch die G3, aber... Es war auch schon vor der G3 ziemlich hoch. Okay, Jonathan Lee ist vollkommen ausgepowert. Gehen wir da runter. Wo hat man das? Grafik, ne? Warum ist Jonathan Lee bei der Grafik dabei? Du musst da hin. Du musst da hin. War das die ganze Zeit so? Mist. Ja. Also Grafik muss höher, damit das hier höher wird. So. World Design 90 Sound. Ist okay. Und Open World, und das ist vor allem sehr wichtig für einen Hunting Simulator. Okay. Hype ist bei 50 gleich. Dafür ist das Spiel auch gleich durch. Es scheint, dass ein paar Firmen diesem nigerischen Scammer anheimgefallen sind. Wie aber nicht. So. Hype, so. 60, 61, wow. Punkte sehen auch sehr gut aus. Bugs sind auch ziemlich hoch. Aber ich glaube, da warten wir ein bisschen. Um noch ein paar Punkte reinzuquetschen. Dungeon Sprinter ist jetzt erst aus dem Markt. Hat 2,1 Millionen gebracht. Schön. Bugs weg, Punkte her. Und sobald Hype auch nur ganz kurz mit der Wimper zuckt und weniger wird, drücke ich auf Finish. Oh, da kommt noch gut was zusammen. Jetzt wird es langsam weniger. Weniger und Hype wird runter. Okay. Wir sind von 62 auf 60 gerutscht. Und bei beidem ein neuer Rekord. Das muss doch jetzt was werden. Ein Level-Up-Dialoge. Aber da haben wir eigentlich schon genug Optionen. 3D-Grafik hat ein Level-Up. Mal gucken, was da jetzt kommt. Bestimmt 3D-Grafik Version 6, hä? Hm? Fortgeschrittene Körpersprache. Können wir jetzt erforschen. Ich glaube, ich nehme lieber ein neues Topic. Und zwar nehme ich Dance, was soll's. Ich muss das jetzt wegmachen, damit was Neues kommen kann. Und du machst... Was wollen denn wir alle mit Musiktanz? Aber ja, Dance und Music scheint eine gute Kombination zu sein. Und du machst Urlaub. Und jetzt kommen die Kritiken. Genau, dir Memel. Richtig, richtig viele Punkte.
richtig, richtig viel Hype. Wir haben gewartet, wir haben alles gemacht, was sie von uns wollten. Gib mir eine 8,5er Wertung. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das ist absolut kein guter Fortschritt. Müssen wir jetzt mindestens 9 haben, um es auszugleichen. Durchschnitt. Also das gleicht das aus, das heißt, es ist jetzt eine 7,25. Können wir doch mal die Füße fassen. Schauen wir uns die Zahlen an. Es gab sehr viele Fans. Okay, Skynet hat ein Sequel rausgebracht zu Dear Dear. Hat super Kritiken bekommen anscheinend. Und sie freuen sich, dass es eine bessere Engine hat. So, Dance ist fertig. Er ist aus dem Urlaub zurück. Wollen wir jetzt mal ein Dance-Spiel machen? Okay. Gucken, ob wir Publisher zufällig so eine Kombination haben. Haben wir keine Lizenz und ist auch schon ziemlich veraltet. Space Any Genre. Rhythm. Na komm. Neues Spiel. Medium. Eher für Jüngere. Okay, sagen wir für alle. Und es ist Dance. Simulator. Action. Und es ist Tanz. Tanz, Revolution, Plattform, PC, Engine, unsere Engine. Leider kein Fokus auf irgendwas. 3D-Grafik, wir könnten einfach mal was, nee, können wir nicht. Da würden wir so schlechte Kritiken bekommen, dass wir Fans verlieren. So, also, Tanz und Simulation. Story wird nicht ganz so wichtig sein, aber ein bisschen was könnte ruhig da sein. Videoplayback ist wichtig, Cutscenes sind wichtig. Maus, weiß nicht. Eher ein Gamepad, oder? Naja, kommt aufs Spiel drauf an. Aber wir sind eh bei 99%, das muss reichen. Charakterprogression ist nicht ganz so wichtig, denke ich mal. Also nehmen wir noch Gamepad-Unterstützung mit rein und können Gameplay dafür ein bisschen absenken. Und haben bei der Engine mehr zum Reinballern. Wie zum Beispiel Safe for Cloud. Story Quest kann auch noch ein bisschen runter. Gameplay kann so weiter runter. Okay, 90%. Das ist doch okay. Sind die Leute bei der richtigen Sache eingestellt? Also Anti-Girogon bei der Engine. Obwohl das eigentlich lieber Jonathan Lee inzwischen machen sollte. Der ist viel besser als Kent Gerogon. Jonah ist bei Story, genau. So. Ich muss echt viel mehr darauf achten, wer was macht. Weil ich bin immer davon ausgegangen, dass Gerogon in allem besser ist als die beiden. Aber das stimmt ja schon lange nicht mehr. So, Hype baue ich von alleine auf. Punkte kommen richtig gut rein. Das können wir noch dazu nehmen. Und ja, bessere Dialoge beim Tanzspiel, aber das sind halt so kleine Cutscenes zwischendurch und das passt schon. Jonathan ist ganz schön ausgepowert mit der AI. Gehen wir mal runter. Mal ein bisschen runter. Oh. Ja, ist okay. Die Mammel verkauft sich immer noch, ist auf Platz 29 und bringt bei jedem Tick Fans rein. Wir sind schon bei 65.000. Oh, das ist schick. So, Hype steigt, knacken gleich die 100er-Grenze und alle sind überpowered außer Anti-Girogon. Dann macht Anti-Girogon nochmal ganz viel. Grafik muss aber mehr haben, damit das hier ausgereizt wird. So, tut mir leid, Jonah, aber das muss jetzt sein. Sounds? Nee. Okay. World Design bringt auch nichts mehr. Nö. Okay. Du musst bald in Urlaub. Das sehe ich. Ist okay. Spiel ist gleich durch.
Und da es kein Sequel war, auch dementsprechend nicht so viel Hype. Ich denke mal, damit wird es zu tun haben. Und der Nintendo GS. Ja, den haben wir auch noch rumliegen. So, Bugs weg. Alle Bugs weg. Und gleich natürlich danach die PPS. Die wollte ich immer haben, aber war zu teuer. Also, ich wollte es mir einfach nicht leisten. So, Dear Memel, 3,2 Millionen. Oh, so schick. Wir krebsen nicht mehr bei 10 Millionen rum, sondern stabilisieren uns langsam bei 13, 14 rum. So, Bugs sind weg. Noch ein bisschen was dazu. Hype ist bei 27, fällt noch nicht. Okay, reicht. Keine Rekorde. Neue Topic. Neue Combo. Keine gute Combo. Ernsthaft? Tanzen und Simulations-Action? Na gut. Ich hätte gerne zwei von den Topics. Also Tanzen und Rhythmus oder Tanzen und Musik. Nee, kommt wohl erst später. Keine Ladebildschirme. Na, ist doch mal interessant. Okay, aber du musst erstmal in Urlaub. Du musst researchen. Wir haben 110 Punkte. Was brauchen wir Neues? Surround Sound. Jo. Wir brauchen definitiv Surround Sound. Und wir brauchen Topics, die nichts mit Tanzen zu tun haben. Leben. Ein Lebenssimulator. Ich weiß ja nicht. Schulsimulator. Oh, Schulsimulator hat bestimmt eine jüngere Zielgruppe. Das können wir mal testen. Research. So, Kritiken. Gib's mir. Tanz, Tanz, Revolution. Autsch. Das finde ich nicht toll. Wie, wir verlieren Fans dadurch. Oh, 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 oh. Verkaufszahlen sind mies, das war zu erwarten. Was mit Fans? Minus 500 Fans. Wir sollten nie wieder Tanzspiele machen. Ernsthaft. Aber gut, erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder.